Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zur vierten und letzten Wanderung auf Karpathos. Ja, ihr seht schon, ne? Schon die Anreise ist immer schön, also zwischendurch mal anhalten, nicht vergessen, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Deswegen habe ich die Szene hier mal drin gelassen. Ursprünglich wollte ich auf den Profitis Ilias, aber ihr werdet schon sehen, dass das an dem Tag nicht machbar war, weil oben im Norden ja stark Wind und sehr viele Wolken. Hier kam mir dann gerade sogar noch ein Mopedfahrer, Mofa-Fahrer entgegen. Und die müssen natürlich hier höllisch aufpassen. Ihr seht den Steinschlag auf der Straße hier. Das ist schon enorm. Eben war ein Stück, da war wirklich die ganze Straße voll. Und wenn du da mit deinem Moped drüber bretterst, ja, ihr seht schon, wie der kleine Panda hier kämpfen muss. Also das ist in Böen wirklich enorm hier. Das hat in Böen hier wirklich immer Sturmstärke. Also das ist richtig klasse. Ja, da wieder, ne? Alles voll. Guck mal, wie wir hier halbwegs drüber kommen. Okay. Also ist schon witzig. Ah, guten Morgen, Ziege. Morgen, Ziege. Ah, der Kollege ist da hinten. Wer wartet jetzt auf wen? Ja Leute, ich habe euch bewusst mal so ein paar Szenen eben halt von der Anreise drin gelassen. Warum? Ich denke, auch das gehört dazu. Na, man hat also schon vorher auch schon schöne Ausblicke, ja, und auch Sturm. Ich weiß, grässliche Geräusche, aber ich habe es euch mal drin gelassen, weil ich denke, damit ihr auch mal so ein Feeling dafür bekommt, dass ich denke, das ist schon auch ganz wichtig. Ich versuche so weit wie möglich die Geräusche rauszufiltern, aber das gelingt mir nicht. Ja, Freunde. Jetzt ist die Frage, Vernunft oder der Wille, hier diese Wanderung zu machen? Ja, ich würde mal sagen Vernunft, weil das ist so zu da oben. Das bringt überhaupt nichts. Der Wind, der pfeift, ihr hört das hier im Hintergrund. Also das ist schon Wahnsinn. Ich schaue mal noch, ob ich eine andere Wanderung finde. Oh. So, schau mal. Ich habe schon wieder einen Freund gefunden, der mich jetzt schon locker einen Kilometer begleitet. Ich weiß auch, was er will. Er will immer gestreichelt werden, so wie unserer, ne? So, nimm mal die Kameratasche weg, dass man dich besser sieht. Du kleiner Racker. Ne? Du kleiner Racker, du. Ne? Willst du mich nach Diafani begleiten? Wir gehen nämlich jetzt nach Diafani, Junge. Ja, kennst du Diafani? Ne? Na, kommst du mit? Weißt du auch nicht, ne? Weißt du nicht, weißt du nicht, weißt du nicht. Ja, nochmal Freunde an der Stelle. Also, der Berg ist gestorben. Hier halt's irgendwie. Und deswegen gehen wir jetzt runter zum Küstenort. Da war ich auch schon mal. So. Schauen wir mal. Er müsste gleich nochmal umspringen. Ja, und ihr seht, wir sind genau auf dem Track. So, und das ist das Schöne, wenn ihr die GPS-Tracks immer auf dem Mobile habt, ja, dann könnt ihr auch schnell mal umswitchen auf eine andere Tour, ne? Oder mal Touren kombinieren. Geht auch. Also insofern schon mal eine gute Sache. So, und unser Freund ist immer noch da. Hallo. Ja, hallo. Willst du mit nach dir fahren? Gehst du den ganzen Weg mit? Pass auf, kommt ein Auto. Ich denke, das wird richtig sein. Da hinten ist wohl sowas wie eine Wandermarkierung. Einfach hier runter, also einmal um die Kurve und dann hier runter. Ja. Hey Jumbo, na, bist du noch da? So, wenn er hier an die Pflanzen kommt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal richtig. Und wir gehen mal geradeaus weiter. Also der Track sagt, hier geht's lang. Und ich habe hier einen Begleiter, bin ja heute Morgen mal nicht so einsam wie sonst. Ja, Leute, ein wirklich sehr schöner Weg. Und in Griechenland ist das so ähnlich wie in Spanien oder auch ja, in anderen Ländern auch. Ne? Es gibt immer einen ja, Bergort oder einen Hauptort und dann gibt es dazu noch den Küstenort. Und Olympus ist wie gesagt hier der Bergort und Diafani ist dann das Küstendörfchen, was dazugehört. Da laufen wir jetzt hin, ne? Und ihr seht ja hier mal breite, mal schmalere Wege, alles hier so Schiefer, Kies und sowas. Also sehr gut zu gehen und wirklich sehr, sehr schöner Weg. Absolut schön. Und ihr gewinnt, auch wenn ihr schon mal in Olympos wart, hier nochmal zusätzliche Einblicke. Ihr seht ja gleich hier, wenn ich da nochmal draufhalte, ne? So durch die Schlucht, das Dorf nochmal zu sehen hier. Also das ist schon
Toll, ein toller Weg, also kann man absolut empfehlen, die Geschichte hier. Ja, vielleicht schon an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass ich dann am Ende diesen Teils dann noch was zu den Wanderführern sage, zu den Reiseführern von Karpathos und auch vielleicht mal einen Blick in die GPS-Tracks werfe, die ich mit der Garmin Forerunner 15 gemacht habe, warum ich die auch für Wanderer empfehle. Also schöne Geschichte, wenn man dann die Geschichte nachher nochmal anschauen kann. Sehr aufmerksames Kerlchen, wacht über mich, schaut immer links und rechts, ob nichts kommt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf Karpathos noch so viele Freunde finde, neben den Eseln und den ganzen Hunden. Okay. So, Freunde, jetzt geht schon eine ganze Zeit, ja, gefühlt 500 Meter hier die Straße lang. Und ich denke, die würden uns auch noch bis da oben begleiten. Ja, und eure Frage kenne ich. Ja, er ist immer noch bei mir. Also ihr seht, er ist immer gekommen. Und ja, kleine Brotzeit, wobei die Brotzeit mehr aus Dirki abschlecken bestand, haben wir auch gemacht. Okay. So, jetzt geht es hier immer so zwischen der Straße her, immer wieder Straße überqueren, dann hier runter und alles sehr schön. So, bisher haben wir nur einmal die Straße gekreuzt. Ja, und jetzt hier unten kommt natürlich die Sonne raus und es ist momentan richtig heiß, also Tendenz gegen 30 Grad, vielleicht auch sogar schon was drüber. Ja, und wir gehen da unten schön hier weiter in dem Flussbett bis nach Diafani. Ich weiß, eure Frage, er ist noch da. So, ein sehr schöner Weg, muss ich wirklich sagen. Also lässt sich gut machen. Auch mal ein bisschen Schatten jetzt hier. Also richtig klasse. Ja. Und mit ihm haben wir auch sehr viel Spaß. Also, wir spielen dann immer in den Päuschen. Also, ist schon toll. Ist ein netter Begleiter. Passt schön auf mich auf. Wir sind da und da hinten kommt auch schon der Ausflugsdampfer, mit dem ich schon mal gefahren bin. Genau da. Witzig. Okay, wir schauen mal, dass wir was zu essen und zu trinken kriegen. Schauen wir mal, was unser Freund macht. Da kommt er. Ah, jetzt ist er wieder zurück. Vorsicht. Na, er kennt wahrscheinlich hier noch ein paar andere Leute. Ein bisschen aus. Eher noch schwül, wie windig. Versteht mich sowieso nicht, glaube ich. Ja, was sich jetzt so kameratechnisch grässlich anhört, Leute, das ist aber gelebt in der Natur eine tolle Sache, ne? Dieser Karpathos-Wind macht es auch möglich, wirklich im Hochsommer zu laufen. Also gefühlt würde ich mal so sagen, ja, ich vergleiche es immer mit dem spanischen Supermarkt, ne? Draußen 38, da kommst du rein, Klimaanlage 17 Grad. Und so kühlt der Wind einen auch wirklich enorm runter, macht also dann auch eine Riesenfreude und der Weg hier nochmal absolut klasse. Ich glaube, ich habe es schon dreimal gesagt, aber ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, ne? Und ihr seht auch gleich noch hier ja, Rastplatz dann irgendwo auf dem Weg. Ja, also auch das sehr schön. Und die beiden Orte übrigens, Olympus und Diafani, werdet ihr dann nachher noch am Ende des Videos sehen. Auch ganz, ganz toll, ne? Also zwei wirklich schöne Orte. Diafani ist jetzt nicht allzu groß, kleines ja,
Küstenörtchen, will ich mal sagen. Also gar nicht viel mit Touristik und auch Restaurants und so weiter, aber toll. Und Olympus, absolut klasse. Ja, da oben ist mein Freund, der Brenner. Sehr schönes Pausenplätzchen. Auch hier wieder total ruhig. Bis auf den Wind. Hier haben wir ein bisschen windgeschützt. Ja, und wie laufe ich heute rum? Ja, es wurde heute Morgen natürlich für den Bergweg oben lange Hose empfohlen. Und das bringt mich dann immer wieder, ne, zu dem Thema Ausrüstung. Ja, Zip-Off kann nicht schaden. Denn hier bei dem Weg reicht wirklich kurze Hose. Theoretisch mit guten Trekking-Sandalen geht es auch. Besser ist natürlich zumindest so ein Halbschuh. Wanderschuhe braucht man hier tatsächlich nicht. Ja, Wanderstiefel so. Also, wie gesagt, nochmal zu meinem Video hier auf Carpathos stelle ich euch immer nochmal so ein paar Dinge ein, wie hier die Hose, die ich wirklich empfehlen kann, die kurze Hose von Faude, die Schuhe und so weiter. Nur, dass ihr das wisst, steht in der Videobeschreibung drin. Nochmal zur Straße. Das ist nur das kleine Stück bis da vorne. So, dann hier. Seht ihr, runter. Hier ist nichts los auf den Straßen. Das übrigens dazu. So, und da hinten in der Kurve ein Stückchen weiter. Da geht es dann wieder auf den Wanderweg. Ja, Leute, und by the way, wenn ihr hier runterkommt, da vorne, Honig von der Produzentin. Ganz liebe Frau. Ich weiß, sage ich immer. War sie aber auch wirklich. Und da seht ihr schon. Überall die Bienenkästen. Ja, den ganzen Weg. Also, ihr könnt probieren. Ganz lecker. Let's go. Wo ich gerade die beiden roten Punkte sehe, auch dieser Weg wieder sehr gut markiert, extrem gut. Also da sage ich nur Dankeschön an die Griechen. So, die erste Hürde ist geschafft und für alle die, die ohne GPS los wollen und so weiter, hier nochmal die Schilder, Olympus und das Schild Avlona rechts und ihr geht hier runter. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und gehe jetzt mal hier noch einen anderen Weg rauf.
Ihr könnt natürlich den einfacheren Weg gehen. Und zwar natürlich da vorne nach links und dann rauf. Aber wir gehen jetzt hier rauf, weil es nämlich auch sehr schön ist. Schaut mal. Ja, macht ruhig den Abstecher hier rauf, es lohnt sich. Ihr habt hier natürlich dann richtig schönen Blick nochmal hier auf den Berg. So, ihr seht, der Hintereingang von Olympos. Da kommen wahrscheinlich die wenigsten Touristen hin. Und wir gehen jetzt mal wieder rein. Ja, hier dann die verfallenen Windmühlen. Heute lebt man ja vom Tourismus, aber früher war das offensichtlich mal anders, ne? Und welche Position wäre besser als diese hier? Ja, Freunde, hier nur ein paar kurze bewegte Bilder, einmal von Diafani. Ja, ihr seht das hier noch vom Wasser aus. Ich habe da so eine Schiffstour von Pegadia ausgemacht und dahin. Und also wirklich wunderschön. Und hier jetzt Olympos, also ein richtig schönes Dörfchen, also eine tolle Geschichte. Ich lasse euch aber jetzt alleine mit den Fotos und ein bisschen Musik. The TV man spoke of death on some coast. I saw the crumbling debris. Dealt me a blow, but I'm thankful to know that it could never happen to me. I am standing on motionless land, a constant under my feet. Got four walls and a roof overhead. For the poor folks who wander the streets in search of their daughters and sons. It's sad there are people with nothing to eat, but I'm thankful I'll never be one. I've worked for my family and home. My whole life I fought to be free. No one deserves to be homeless alone, but it could never happen to me. I've lived my life righteous and wise. I've chosen my path carefully. Someone just has to be smiling on high, 'cause it could never happen to me. No, I'm not without flaws, and I've suffered through loss. I've got problems that weigh on my mind. I've got bills to pay. Wie versprochen, machen wir noch ein bisschen was hier mit der Garmin Forerunner 15, nämlich wie man da die Tracks auslesen kann. Zeige ich euch jetzt, ihr seht hier, ne, das Gesundheitsuhr, wie viele Schritte am Tag und so weiter und so fort. Aber was uns ja interessiert, ist die Geschichte hier, die wir getrackt haben. Und da seht ihr jetzt hier schon die Strecke von Olympos nach Diafani. Und da kann man dann auch drauf gehen. Ja, und ich glaube, das ist eine schöne Erinnerung eben halt, ne, auch für einen selber immer, dass man hier nochmal schauen kann, okay, was hat man so gemacht. Ne? Und ihr seht hier unten auch schon, ja, dass ihr also hier anhand des Streckenverlaufs seht ihr also auch hier die Höhe, ne? Und hier die Päuschen, die der Dirk gemacht hat. Also das ist eine feine Geschichte, ne? Und ihr könnt auch sehen hier halt, ne? Okay, was haben wir gebraucht? Ich habe ja nur einen Weg entsprechend hier getrackt, 2 Stunden 6 und dann das Ganze 6,18 Kilometer. Ja? Also eine schöne Geschichte. Gehen wir nochmal einmal zurück. So. Und ihr seht hier immer auch die Geschichten, die wir vorher gemacht haben.
Ne? Karpathos laufen, das war dann der Hinweg, eben war, hat man den Rückweg und ihr seht auch hier, knappe 2 Stunden, 6,25 Kilometer, so habt ihr auch jetzt die Informationen dazu. So, schauen wir uns nochmal die Wanderungen vorher an. Hier hatten wir die Geschichte eben halt. Schauen wir mal gerade, wo wir da waren, dann gehen wir mal ruhig drauf. Ja, das sieht ja Lastos Alm, ne? Und da kann man also auch sehen, das ist hier schon der Rückweg. Und da seht ihr hier die Höhenmeter, wir waren also auf 1215. Schauen wir mal, ob das auch wirklich hier so von Garmin stimmt, also ist er bei 1189. Also das Ganze ist schon sehr, sehr genau. Ne? Und hier seht ihr auch zurück 1 Stunde 13, hatte ich euch im Video, glaube ich, auch genauso genannt. Ja, vielleicht noch eben halt eine Strecke, gehen wir noch einmal auf zurück hier und schauen wir uns an. Ja, das ist Olympos, haben wir schon gehabt. So, das ist die Geschichte. So, und hier seht ihr meinen Hinweg hier, Lastos Alm, ne? Also tatsächlich, also in allen 2 Stunden 14 gebraucht, also es waren 2 Stunden, ich habe dann vermutlich den Track nicht unterbrochen, da müsst ihr immer dran denken. Ja, und hier seht ihr, ne, die Geschichte damals, Menetes, können wir auch nochmal drauf gehen, Bigardia Menetes, beziehungsweise hier Menetes Bigardia, über den Weg und hin sind wir ja ungefähr so gegangen, kann man sagen. Schauen wir uns vielleicht auch nochmal eben kurz an. Also, wie gesagt, wer Spaß am Wandern hat, findet hier vielleicht sicher auch Spaß an so einer Geschichte. Das ist das, was ich euch nur sagen wollte. Ich wollte euch jetzt hier nicht sämtliche Tracks darlegen, aber ihr seht hier, ne, 7,68 Kilometer. Das war der Rückweg. So, und hier haben wir den Hinweg gehabt mit 8,88 Kilometer. Und schauen wir nochmal auf die erste Geschichte. Amopi, da habe ich leider dreimal gespeichert. Hier 1,63. Dann sind wir bei 3,65 Kilometer und hier, ja, das war eben halt eine ziemlich lange Geschichte, seht ihr hier 11,59 Kilometer mit knapp 4 Stunden, weil ich da tatsächlich einmal hier so komplett einmal rumgelaufen bin mit euch. Ja, wollte ich euch nur mal gezeigt haben an der Stelle und jetzt mache ich noch ein kleines Video zu den Reise- und Wanderführern. Sage ich da was zu. Ja Leute, wie versprochen, kurz was zu den beiden Wanderführern hier vom Karpathos, wenn wir schon Videos über Wandern machen. Es gibt den einen hier von dem Franz Postbauer, den kann man absolut nicht empfehlen. Also da wird jeder Wanderer mit dem Kopf schütteln. Ihr seht das hier, ne? Das ist also, ich sag mal, reiner Text bei vielen Geschichten hier. Dann habt ihr hier eine Karte drin, aber ihr habt keine Wegpunkte, ne? Also hier ist nichts beschrieben. Hier ist nicht so 1, 2 oder irgendwas mal, wo man sich dann orientieren könnte. Ja, alles was so Geschichten, die man üblicherweise einem Wanderführer erwarten darf. Einkehr, ja, nein. So ein paar zusätzliche Hinweise halt, ne? Auch nicht drin, die man gerne hätte, wo es jetzt besonders drauf zu achten oder so weiter, sondern das ist einfach irgendwie so in Textform, ja, einfach mal so, ich sag jetzt mal, hingeschrieben. Ja, auch keine richtige Wegführung, also kann man beim besten Willen nicht empfehlen, die Geschichte hier. Was mir immer sehr leid tut, denn da hat sich jemand die Mühe gemacht, hier so ein Buch zu schreiben, will ich mal sagen. Viele Wanderungen auch hier raus sind gar nicht machbar, weil zwischenzeitlich auch wieder was abgebröckelt ist. Warnhinweise, so wie es hier teilweise drin steht, fehlen manchmal, ist mir auch aufgefallen. Also ich kann dieses Teil hier nicht empfehlen, rate euch hiervon wirklich eher ab. Könnt ihr bestellen gerne, aber ist nicht sinnvoll. So, dann gibt es hier hinten eine Abhandlung über Navigation auf Karpathos, über GPS-Geräte, die sicherlich wohlwollend irgendwie zusammengebastelt worden ist, aber so, ich sag mal, rein von der Doktorarbeit wäre sogar noch alles korrekt, aber so würde man es in der heutigen Zeit nicht mehr darstellen. Und dafür gibt es gute Videos auf YouTube und anderen Geschichten, wie man so mit einem GPS-Tracker und so weiter umgeht. Okay, empfehlen kann ich euch hier von der Anfang Anche und Günther Schwab, also von den Eheleuten Schwab. 24 Wanderungen und Touren sind damit drin. Und das ist wirklich gut gemacht. Ihr bekommt die GPS-Tracks auch im Internet. Habe ich euch in dem einen oder anderen Video ja auch gezeigt. Ja, ihr seht immer hier, dass ich die Seite immer rausreiße. Bringt mich aber auch dazu, wer wirklich jetzt hier die Geschichte Karpathos mal machen will und nach Karpathos fährt,
kann mir gerne eine Mail schicken, mrwolfish@gmail.com, und ich schicke ihm diese beiden Dinger zu, weil ich für mich sind sie jetzt nutzlos, ich brauche sie jetzt aktuell nicht mehr. So, was ist hier anders? Ne? Da könnt ihr das ganz deutlich sehen, dass hier immer wieder mal 7, 6, 4 und so weiter Wegpunkte beschrieben sind. Ja? Und am Anfang einer Wanderung hier immer dann auch diese Informationen stehen, was braucht man, Charakteristik, Markierung, Einkehr, ja, nein und wo und diese Dinge halt. Also das ist schon wesentlich sorgfältiger gemacht. Ich habe auch zwei Griechen gesprochen, die gesagt haben, okay, ja, hier Familie Schwab kennen wir und auch hochgelobt und ja, scheinen wirklich auf der Insel immer viel rumzukommen. Und dieses Teil hier hat meine Frau komplett gelesen und auch ich. Ich lese normalerweise solche Reiseführer, ja, die überfliegt man, ne? Aber, also wirklich, hier ist jeder Ort und egal, was man wissen will, hier steht alles drin. Also, nochmal kurz Zusammenfassung für euch. Karpathos, hier die Geschichte aus dem Michael Müller Verlag mit 24 Wanderungen drin von den Eheleuten Schwab. 1A, top. Das hier, leider, nix. Okay. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, nochmal, steht dann in den Kommentaren. Wer es haben will, kann es haben. Schicke ich per Büchersendung zu. Braucht ihr kein Porto bezahlen, ist mir egal. Und in den Kommentaren reingucken, ob es schon weg ist, Leute. Also nicht 20 E-Mails schreiben. Steht dann in den Kommentaren, wenn das Teil schon weg ist. Ja, das war es jetzt auch im Gesamten dann mit Karpathos Wandern. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Ne? Vor allen Dingen, bleibt gesund. Bis zur nächsten Wanderung, bis zur nächsten Pilgerreise, was auch immer auf diesem Kanal hier, wünsche ich euch alles Gute. Ja, denkt bitte auch dran, meinen Kanal Mr. Boldfish Reviews zu abonnieren. Dort stelle ich natürlich solche Dinge jetzt auch immer ein mit Wanderschuhen, Wanderausrüstung, alles was ich mir eben halt so kaufe, findet ihr immer dort. Ja, guckt mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr auch die Links hierzu, Links zu den Wandersachen, die ich so gut finde. Nochmal, alles Gute. Euer Mr. Wolfish, euer Dirki, euer Dirk, wie auch immer ihr wollt. So, schauen wir mal, wo er sich heute versteckt. Jeden Tag ein neuer... Ja, ich bin ja da, ja, ja. Jeden Tag ein Freudenspektakel. Ja, ich komm, ja, 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 ja. Ja, sicher. Du bist schon deine Möhren, ja, ja, ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hä? So, dann komm her. Muss erstmal abbeißen, was? Ja, ich weiß, du bist schon wieder mehr, ne? Sehr gut, dass der Dirk wieder eine ganze Tüte gekauft hat. Na komm. Na komm hier. Ah, soll ich wieder durchbrechen, ja? Ja, der Herr ist schon sehr fein. Schon verwöhnt, oder die Dame. Ne? Die Dame, ne? Ist eine Dame.